Der Hase und der Igel, ein Märchen der Gebrüder Grimm. Diese Geschichte hört sich zwar ziemlich lügenhaft an, Jungs, aber wahr ist sie doch, denn mein Großvater, von dem ich sie habe, pflegte immer, wenn er sie behaglich erzählte, dabei zu sagen: Wahr muss sie doch sein, mein Sohn, anders könnte man sie auch gar nicht erzählen. Und die Geschichte hatte sich so zugetragen. Es war an einem Sonntagmorgen zur Herbstzeit, gerade als der Buchweizen blühte. Die Sonne war hell am Himmel aufgegangen. Der Morgenwind ging warm über die Stoppeln, die Lerchen sangen in der Luft, die Bienen summten im Buchweizen, die Leute gingen in ihrem Sonntagsstaat nach der Kirche und alle Kreatur war vergnügt und der Swinigel auch. Der Swinigel aber stand vor seiner Tür, hatte die Arme übereinander geschlagen, guckte dabei in den Morgenwind hinaus und summte ein kleines Liedchen vor sich hin, so gut und so schlecht, wie nun eben am lieben Sonntagmorgen ein Swinigel zu singen pflegt. Indem er noch so vor sich hin sang, fiel ihm auf einmal ein, er könnte doch, während seine Frau die Kinder wüsche und anzöge, ein bisschen ins Feld spazieren und nach seinen Steckrüben sehen. Die Steckrüben waren aber dicht bei seinem Haus und er pflegte mit seiner Familie davon zu essen. Darum sah er sie als die seinigen an. Gesagt, getan. Der Swinigel machte die Haustür hinter sich zu und schlug den Weg nach dem Felde ein. Er war noch nicht weit von zu Hause weg und wollte just um den Schlehenbusch, der dort vor dem Felde steht, nach dem Steckrübenacker abbiegen, als ihm der Hase begegnete, der in ähnlichen Geschäften ausgegangen war, nämlich um seinen Kohl zu besehen. Als der Swinigel den Hasen sah, bot er ihm einen freundlichen guten Morgen. Der Hase aber, der auf seine Weise ein vornehmer Herr war und grausam und hochfahrend dabei, antwortete nicht auf des Swinigels Gruß, sondern sagte zum Swinigel, wobei er eine gewaltig höhnische Miene aufsetzte: »Wie kommt es denn, dass du schon so früh am Morgen im Felde herumläufst?« »Ich geh spazieren«, sagte der Swinigel. »Spazieren«, lachte der Hase, »mich deucht, du könntest die Beine auch wohl zu besseren Dingen gebrauchen.« Diese Antwort verdroß den Swinigel ungeheuer, denn alles konnte er ertragen, aber auf seine Beine ließ er nichts kommen, eben weil sie von Natur aus schief waren. »Du bildest dir wohl ein«, sagte nun der Swinigel zum Hasen, »dass du mit deinen Beinen mehr ausrichten kannst.« »Das denke ich«, sagte der Hase. »Das käme auf einen Versuch an«, meinte der Swinigel. »Ich wette, dass, wenn wir einen Wettlauf machen, ich an dir vorbeilaufe.« »Das ist zum Lachen. Tu mit deinen schiefen Beinen«, sagte der Hase. »Aber meinetwegen mag es sein, wenn du so große Lust darauf hast. Was gilt die Wette?« »Einen goldenen Louis d'Or und einer Buddel Branntwein«, sagte der Swinigel. »Angenommen«, sprach der Hase, »schlag ein, und dann kann es gleich losgehen.« »Nein, so große Eile hat es nicht«, meinte der Swinigel. »Ich bin noch ganz nüchtern. Erst will ich nach Hause gehen und ein bisschen frühstücken. In einer halben Stunde bin ich wieder hier auf dem Platz.« Damit ging der Swinigel, denn der Hase war es zufrieden. Unterwegs dachte der Swinigel bei sich: »Der Hase verlässt sich auf seine langen Beine, aber ich will ihn schon kriegen. Er ist zwar ein vornehmer Herr, aber doch nur ein dummer Kerl, und bezahlen soll er doch.« Als nun der Swinigel zu Hause ankam, sprach er zu seiner Frau: »Frau, zieh dich schnell an, du musst mit mir aufs Feld hinaus.« »Was gibt es denn?«, sagte seine Frau. »Ich habe mit dem Hasen gewettet um einen goldenen Louis d'Or und einer Buddel Branntwein. Ich will mit ihm um die Wette laufen und du sollst mit dabei sein.« »Oh, mein Gott, Mann«, fing nun den Swinigel seine Frau an zu jammern, »bist du nicht recht gescheit? Hast du denn ganz den Verstand verloren? Wie kannst du mit den Hasen um die Wette laufen wollen?« »Hals, Maulweib«, sagte der Swinigel, »das ist meine Sache. Misch dich nicht in Männergeschäfte. Marsch, zieh dich an und komm mit.«
was sollte Swinigels Frau machen? Sie musste wohl folgen, sie mochte wohl wollen oder nicht. Wie sie nun miteinander unterwegs waren, sprach der Swinigel zu seiner Frau: »Nun pass auf, was ich dir sagen will. Siehst du, auf den langen Acker dort wollen wir unseren Wettlauf machen. Der Hase läuft nämlich in der einen Furche und ich in der anderen. Und von oben fangen wir an zu laufen. Nun hast du nichts weiter zu tun, als dich hier unten in die Furche zu stellen. Und wenn der Hase auf der anderen Seite ankommt, so rufst du ihm entgegen: Ich bin schon hier.« Damit waren sie beim Acker angelangt. Der Swinigel wies seiner Frau den Platz an und ging nun den Acker hinauf. Als er oben ankam, war der Hase schon da. »Kann es losgehen?« sagte der Hase. »Jawohl«, sagte der Swinigel. »Dann also los!« Und damit stellte sich jeder in seine Furche. Der Hase zählte: 1, 2, 3. Und los ging es, wie ein Sturmweg den Acker hinunter. Der Swinigel aber lief nur ungefähr 3 Schritte, dann duckte er sich in die Furche und blieb ruhig sitzen. Als nun der Hase im vollen Lauf unten am Acker ankam, rief ihm den Swinigel seine Frau entgegen: »Ich bin schon hier.« Der Hase stutzte und verwunderte sich nicht wenig. Er meinte nicht anders, als wäre es der Swinigel selbst, der ihm zurief, denn bekanntlich sieht dem Swinigel seine Frau just so aus wie ihr Mann. Der Hase aber meinte: »Das geht nicht mit rechten Dingen zu.« Er rief: »Nochmal gelaufen, wieder rum.« Und fort ging er wieder wie ein Sturmwind, dass ihm die Ohren um den Kopf flogen. Dem Swinigel, seine Frau, blieb aber ruhig auf ihrem Platz stehen. Als nun der Hase oben ankam, rief ihm der Swinigel entgegen: »Ich bin schon hier.« Der Hase aber ganz außer sich vor Ärger schrie: »Noch einmal gelaufen, wieder rum.« »Mir macht das nichts«, antwortete der Swinigel. »Meinetwegen, so oft du Lust hast.« So lief der Hase noch 73 Mal und der Swinigel hielt es immer mit ihm aus. Jedes Mal, wenn der Hase unten oder oben ankam, sagte der Swinigel oder seine Frau: »Ich bin schon hier.« Beim 74. Male aber kam der Hase nicht mehr bis ans Ende. Mitten auf dem Acker stürzte er zur Erde. Das Blut schoss ihm aus dem Halse und er blieb tot auf dem Platze. Der Swinigel aber nahm seine gewonnenen Lucidor und die Buddel Branntwein, rief seine Frau aus der Furche ab und die beiden gingen vergnügt miteinander nach Hause. Und wenn sie nicht gestorben sind, leben sie heute noch. So begab es sich, dass auf der Buxtehuder Heide der Swinigel den Hasen tot lief. Und seit jener Zeit hat es sich kein Hase wieder einfallen lassen, mit dem Buxtehuder Swinigel um die Wette zu laufen. Die Lehre aber aus dieser Geschichte ist erstens, dass keiner, und wenn er sich auch noch so vornehm dünkt, sich über den geringeren Mann lustig mache, und wenn es auch nur ein Swinigel wäre. Und zweitens, dass es geraten ist, wenn einer freit, dass er sich eine Frau aus seinem Stande nimmt, die genauso aussieht wie er selber. Wer also ein Swinigel ist, der muss zusehen, dass seine Frau auch ein Swinigel ist. Und so weiter.